Wir sprechen seit einigen Wochen, Monaten muss man jetzt schon sagen, mit verschiedenen Menschen, Initiativen, Akteuren, die im Kontext der Corona-Krise bestimmte Themen in den Fokus nehmen oder sich besonders um bestimmte betroffenen Gruppen kümmern. Genau, und heute wollen wir das Thema Klima so ein bisschen in den Fokus nehmen. Und ich freue mich total, Katharina hier im Bild zu haben, die aktiv ist unter anderem bei Students oder Fridays for Future. Genau, hallo erstmal an dich. Genau. Moin, ja, vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns. Ich will etwas zitieren, vielleicht zum Eingang. Bestimmt kennst du diese Fragen ja auch schon zur Genüge. Aber ich habe sozusagen als Essenz einer aktuellen Umfrage oder Studie hier gelesen. Zitat: Die Corona-Krise hat zum stärksten Rückgang der CO2-Emissionen seit dem Zweiten Weltkrieg geführt. Über 1 Milliarde Tonnen wurden weniger ausgestoßen. Klimaforscher hoffen auf Lerneffekte für die Verkehrspolitik. Und jetzt kann man ja wirklich sagen, wenn man so selber in seinem Umfeld zurückdenkt mit dem Lockdown, hat sich sozusagen das Verkehrsverhalten ziemlich krass geändert. Die Straßen waren leer, Autobahnen waren leer, haben eigentlich zum Fahrradfahren eingeladen. Und auch Produktion in bestimmten Bereichen, zum Beispiel im Bereich der Autoindustrie, war zumindest auch für eine Zeit heruntergefahren. Ne? Wie das dann jetzt aktuell aussieht, dazu können wir ja noch kommen. Aber vielleicht so grundsätzlich die Frage: Wie habt ihr so diese Phase auch begleitet, bewertet? War das jetzt gut? Genau, fürs Klima. Ja, also ich glaube, genau, das wurde bei uns auf jeden Fall auch oft aufgegriffen und es ist, glaube ich, auch das Thema, was viele oft aufgreifen, zu sagen, guck mal an, es geht ja auch anders. Aber das, was bei uns auch diskutiert wurde, ist zu sagen, das ist halt eine Krisensituation und es ist eine Pandemie und also es ist jetzt nicht gesund quasi, was hier gerade passiert. Das ist jetzt kein Prozess, in den wir eintreten, weil wir uns dafür entschieden haben, sondern es ist quasi ein Muss, dass wir es machen müssen. Es hat natürlich auf jeden Fall so Diskussionen darüber gegeben, gerade mit so Homeoffice und Pendler und die Leute fliegen weniger. Das ist natürlich was, wo wir sagen, total super, das sollte man auf jeden Fall mitnehmen, gerade für sowas, man fliegt mal eben von Saarbrücken nach Berlin, weil man mal so einen Termin hat. Das finden wir auf jeden Fall total gut, aber es wurde bei uns auf jeden Fall auch so kontrovers diskutiert, weil wir gesagt haben, naja, unser Ziel ist ja nicht, dass diese Krise für immer anhält und die Bewegungsfreiheit dadurch eingeschränkt ist. Wir wollen natürlich jetzt daraus lernen und sagen, super, wenn Homeoffice eine Möglichkeit ist, sollen das Leute anbieten. Aber wir wollen quasi jetzt tatsächlich wirkliche Veränderungen auch. Und genau das, was man jetzt dann quasi ja sieht, ist, nach diesem Lockdown und den Lockerungen ist jetzt quasi die Frage, gibt es so einen Rebound-Effekt, wo quasi die Leute jetzt noch mehr reisen oder quasi mehr jetzt quasi über Pfingsten sagen, oh nee, ich muss jetzt unbedingt hier raus und wir müssen alle unbedingt an die Ostsee fahren. Und genau, ich glaube, das ist jetzt was, wo wir auch sagen, ja, da müssen wir jetzt mal schauen, wie sich das entwickelt. Aber genau, dass jetzt irgendwie, keine Ahnung, in Venedig wieder Delfine sind und im, keine Ahnung, Bosporus wohl auch irgendwie irgendwelche Tiere wieder zurückkommen, ist natürlich also ein Zeichen dafür, dass wir als Menschen ziemlich stark einfach in die Natur die ganze Zeit eingreifen. Und genau, wenn wir etwas zurückweichen, tatsächlich etwas Natur auch wieder mehr Platz bekommt. Genau, der Klaus Dürre, Professor an der Uni Jena, nennt es, glaube ich, oder hat es auch genannt, Degrowth by Disaster, und hat auch verwiesen auf die Finanzkrise 2008, wo es quasi so ähnliche Effekte gab und danach aber sozusagen auch durch Stimulation, und das wäre vielleicht jetzt so der nächste Aspekt, Stimulation auch staatlicher Politik, bestimmte klimaschädliche Sachen doch wieder explodiert sind. Ne? Also Abwrackprämie, die ja damals diskutiert war oder eingeführt wurde und jetzt sozusagen so eine Autokaufprämie. Genau, was sind jetzt gerade so, oder beobachtet, also es gibt ja Hilfen für Konzerne, es gibt diese Debatte jetzt sozusagen den Autokauf wieder zu stimulieren. Genau, was sind da so die politischen Debatten und was sagt ihr, muss man sozusagen auch Hilfen auch für Unternehmen an Klimaziele binden? Ne? Ja, total. Also das ist gerade eine der großen Diskussionen, die wir bei uns führen, weil das ist ja quasi in der kommenden Woche, wahrscheinlich am kommenden Dienstag, steht die Frage von dem Konjunkturpaket 1 an. Und da ist natürlich diese ganze Frage von Abwrackprämie ist eines der großen Diskussionsbereiche. Und wir von Fridays for Future sagen natürlich, das kann jetzt nicht die Lösung sein, dass wir jetzt einfach sagen, na ja, klar, dann machen wir jetzt einfach wieder mehr Autos und
gerade wenn man sich auch die Krise anguckt mit einem sozialen Faktor, genau jeder, der jetzt irgendwie, keine Ahnung, gerade vielleicht seinen Job verloren hat oder in Kurzarbeit ist, soll jetzt dann ein Auto für, keine Ahnung, 45.000 Euro kaufen und kriegt dafür 5.000 Euro vom Staat Unterstützung. Das ist doch, es macht doch gar keinen Sinn. Und für uns ist auch quasi so, auch diese Frage von Lufthansa zum Beispiel ist auch eine, die wir diskutieren. Und alles, was wir sagen, ist quasi, wenn wir Veränderungen jetzt einleiten, dann und quasi Gelder in Unternehmen stecken, dann angeknüpft an Klimaziele. Das heißt, wenn wir die Lufthansa zum Beispiel unterstützen müssen mit steuerlichen Mitteln, dann ist das daran gerichtet, dass wir gucken, dass es da finanzielle Unterstützung gibt, nur wenn sie bestimmte Ziele einhalten, zum Beispiel auch Flüge nicht mehr anbieten innerhalb Deutschlands zum Beispiel oder quasi, ja genau, andere Maßnahmen noch ergreifen, die tatsächlich, mein Fliegen ist einfach komplett, also das ist für die Klimaleute ist das, was ich fliege auch nicht mehr, das ist jetzt nicht das Beste, aber genau, ganz einschränken will man es ja auch nicht, weil wir sagen, naja, es hat auch was mit Bewegungsfreiheit zu tun und wenn man, keine Ahnung, Familie irgendwo hat im sehr weiten Ausland, dann kann man auch nicht sagen, ja, dann nimm doch mal ein Schiff, aber genau, es muss irgendwie Kompensationsstrategien geben dafür. Und bei den Autos ist es auf jeden Fall was, wo genau wir natürlich so die Gewerkschaften hören, die sagen, es geht um Jobs und es geht darum, dass auch Jobs gesichert werden. Und unsere Aussage ist niemals zu sagen, so scheiß auf die Jobs, scheiß auf die Leute, sondern wir brauchen eine sozial-ökologische Veränderung. Und das bedeutet auch, dass wir schauen, was gibt es denn für andere Möglichkeiten, dann vielleicht statt Autos auch Straßenbahnen produzieren oder Busse oder ist das vielleicht eine Möglichkeit, wo man eine Produktion auch verändern kann? Und genau, also Elektroautos ist bei uns in der Klimabewegung auch sehr kontrovers diskutiert, weil das ja auch keine komplette Lösung ist. Weil also einerseits haben wir natürlich auch nicht zum Beispiel auf den Dörfern überall Ladestationen. Das ist eine Rieseninvestition, jetzt plötzlich irgendwie Ladestationen überall aufzustellen. Die Akkus sind nicht ausreichend genug und quasi, um die erstmal herzustellen, beuten wir auch wieder im globalen Süden die Menschen einfach aus. Also quasi aus dem Klimagerechtigkeitsaspekt ist das keine Lösung für uns. Das ist ein gutes Stichwort. Oder du hast eigentlich zwei gute Stichworte gebracht, die ich sozusagen auch nochmal sozusagen ins Feld führen wollte. Das eine Schlagwort ist Klimagerechtigkeit. Wir haben ja doch... ist vielleicht jetzt eine ganz, ganz naive und banale Frage, aber es gibt sozusagen eine starke Bewegung für den Klimaschutz, die vor allem im letzten Jahr auch mit Fridays for Future sehr stark geworden ist. Die Grünen, also die Partei, die Grünen, werden sehr stark damit assoziiert. Aber ihr habt sozusagen, ich sage jetzt einfach mal ihr, habt das Schlagwort Klimagerechtigkeit auch explizit und nicht nur Klimaschutz als politischen Slogan sozusagen in den Vordergrund gerückt. Vielleicht kannst du wirklich so ganz basic-mäßig nochmal erklären, was dieses Schlagwort auch in Abgrenzung vielleicht zu dem Klimaschutz bedeutet. Ja, also für uns ist quasi die Diskussion, also Klimagerechtigkeit eine, wir haben schauen uns quasi Fridays for Future an und das ist quasi ja nicht eine deutsche Gruppe, sondern quasi, das ist was also weltweit passiert. Dementsprechend sind wir auch in Kontakt mit weltweiten Fridays for Future und natürlich gibt es da auch Leute dabei, die jetzt schon viel, viel länger auch wirklich betroffen sind von dem, was hier gerade passiert. Wir in Deutschland sind, muss man ja auch sagen, krass privilegiert. Klar, wir merken jetzt auch irgendwie, es wird heiß und es hat irgendwie im März nicht so geregnet und jetzt gerade gehen irgendwie die Bauern wieder schon auf die Straße und sagen, hey, das geht so nicht. Man merkt es quasi, aber so, es gibt Länder, in denen tatsächlich es ja wirklich konkrete Bedrohungen gibt und konkrete Auswirkungen gibt. Und für uns ist es quasi nicht eine Lösung zu sagen, klar, wir als Deutschland machen einfach unseren kleinen Brei und schauen irgendwie, wie es funktioniert, weil man muss ja auch gucken, das ist ja ein internationales System. Wir haben eine Globalisierung, die so krass umgreifend ist und auch quasi, ich glaube, dass wir im, man sagt ja globalen Norden, also quasi so europäische, westeuropäische Länder auf jeden Fall sehr viel öfter auch gehört werden, weil wir einfach auch sehr viel reicher sind und quasi, wenn wir eine Stimme haben, können wir damit natürlich auch quasi sagen, jetzt genau, nicht quasi ich spreche jetzt für andere Länder, sondern ich trete einen Schritt zurück und möchte sagen, hier sind Leute, die tatsächlich was zu sagen haben, hört doch mal hin und quasi diese Privilegien auch nutzen. Und Klimagerechtigkeit heißt für uns genau, einfach darauf zu schauen, was andere auch sagen.
und nicht nur zu denken, dass wir allein diese Probleme irgendwie lösen können. Genau, und ja, mit Systemwandel hat das auf jeden Fall auch viel zu tun. Mhm. Genau, sehr gut. Und jetzt würde ich sozusagen noch das andere Stichwort aufgreifen, was ja auch die Debatten um Klimaschutz, Klimagerechtigkeit durchzieht. Du hast es am Beispiel der Gewerkschaften jetzt gemacht, oder der Arbeitnehmerin. Wir kennen das auch ganz stark aus der Bewegung oder dem Kampf gegen die Braunkohleverstromung, dass es scheinbar so einen Widerspruch gibt zwischen den Menschen, die in den Tagebauen arbeiten, deren Existenz sozusagen und Identität auch zum ganz großen Teil an diesen Jobs hängt. In der Autobranche ist das ähnlich und ich glaube, auch für eine politische oder auch parteipolitische Linke ist es gerade auch so eine große Debatte. Ne? Autoindustrie muss sich sozusagen wandeln, abgewickelt werden, keine Ahnung, Braunkohle ähnlich. Ne? Wie funktioniert diese Arbeit? Habt ihr Bündnispartnerinnen genau in diesen Bereichen, wo sozial- und arbeitsmarktpolitische Geschichten im Vordergrund stehen? Ist da ein Aufeinanderzubewegen und ein gemeinsamer Kampf auch möglich? Oder ja, wird der mühsam sein? Ja, genau. Ich glaube, mühsam ist auf jeden Fall in einigen Bereichen so der Begriff, den ich auch nutzen würde. Ich glaube, gerade bei dem Thema Kohle stoßen wir an Grenzen, weil das quasi auch ganz viel mit so Stolz zu tun hat. Quasi man als KohlearbeiterInnen tatsächlich irgendwie vielleicht auch eine Zeit lang so eine krasse Wichtigkeit auch hatte. Man hat die Deutschland quasi mit Strom versorgt, total wichtig und auch angesehen. Und inzwischen hat sich das gewandelt zu, naja, ihr seid ja auch ein bisschen dafür verantwortlich, dass wir jetzt hier in dieser ganzen Klimakatastrophe, in diese Klimakatastrophe reinschlittern. Und die Leute, genau, das ist quasi ein schwieriges Aufeinanderzugehen, weil da auch extrem viel Vorurteile bestehen. Und wir zum Beispiel ja, wie ich vorhin gesagt habe, nicht dastehen und sagen, hier, zack, dein Job ist weg und dann mach mal hier ein bisschen besser, kriegst einen besseren Job. Es geht ja auch quasi darum zu gucken, was wollen die Leute denn machen? In wie vielen Jahren hängen die denn da schon auch in diesem Job drin? Wenn jemand da irgendwie 40 Jahre gearbeitet hat, hat nur noch 5 Jahre, was macht man denn dann? Quasi sagt man einfach, ja, ciao, kannst ja jetzt zu Hause und dann vielleicht noch aufs Amt gehen. So funktioniert das ja nicht. Und für uns ist es quasi etwas, wo wir gesagt haben, wir müssen mit den Gewerkschaften zusammenarbeiten, weil das für uns einfach, also es macht für uns nicht so viel Sinn, mit den Unternehmen zusammenzuarbeiten, weil das sind nicht diejenigen, die sagen, ah, stimmt, Fridays for Future, ihr habt recht, jetzt machen wir mal alles anders. Und bei den Gewerkschaften ist das vielleicht auch nicht so, aber da gibt es Schnittmengen. Und jetzt bei der Kohle ist es nicht so, dass wir mit der IGBCE zurzeit zusammenarbeiten, aber wir haben quasi versucht, Themen zu finden, die vielleicht noch ein bisschen leichter sind. Und das Thema Verkehrswende ist eins, wo wir, genau, also um auch zu dem Anfang zurückzukommen, wo wir jetzt gerade total gut mit Verdi zusammenarbeiten und auch der Eisenbahnverkehrsgewerkschaft, also Verdi als Gruppe, die vor allen Dingen den öffentlichen Personennahverkehr vertritt, mit denen arbeiten wir total gut zusammen. Da haben wir jetzt quasi im letzten Jahr begonnen, an der Kampagne gemeinsam zu schustern und sind da jetzt gerade eigentlich ziemlich gut aufgestellt. Wir haben uns überlegt, weil Verdi in den letzten 4 Jahren jetzt quasi eine total krasse Vorbereitung gemacht haben. Die haben eine Tarifrunde in diesem Jahr, die TVN, also Tarifvertrag Nahverkehr. Und das wird in allen 16 Bundesländern gleichzeitig quasi verhandelt für alle kommunalen Bus- und Unternehmen. Und das heißt quasi, das ist eine total krasse Chance, weil wir das betrifft 70% des öffentlichen Nahverkehrs, in denen quasi gleichzeitig gestreikt werden kann und gleichzeitig verhandelt wird. Das ist für uns natürlich total attraktiv, weil wir natürlich sagen, wir wollen total gerne den Nahverkehr stützen. Wir wollen, dass die Leute viel, viel mehr Bus und Bahn fahren. Und dann, wenn die quasi viel mehr weniger Auto fahren, dann haben wir auch mehr Platz auf den Straßen für Fahrräder zum Beispiel und haben da jetzt eine total gute Zusammenarbeit gefunden. Und das läuft jetzt gerade an. In Leipzig haben wir mit den Leipziger Verkehrsbetrieben angefangen, uns mit denen zusammenzusetzen. Und es ist auch sehr spannend. Man muss da quasi natürlich auch immer gucken. Ne? Das ist alles, man kann nicht sofort sagen, dass wir total eng und super alles klasse zusammenarbeiten. Auch da gibt es Leute, die sagen, dieses Fridays for Future, wenn wir da unsere Bahn fahren haben, dann machen die ihre Demos und dann stehen die auf den Gleisen oder stehen die im Weg und machen irgendwie dies und das und das. Das sind einfach ganz andere, unterschiedliche Kulturen auch und ganz unterschiedliche Menschen. Aber genau, das Ziel ist jetzt gerade, diese zusammenzubringen, um ein Verständnis herzustellen, zu sagen, wir brauchen einander einfach.
Also ich als Klimaaktivistin brauche die BusfahrerInnen und die BusfahrerInnen quasi können total davon profitieren, dass wir als Klimabewegung sagen, wenn es darum geht, die Arbeitsbedingungen im öffentlichen Personennahverkehr zu verändern und zu verbessern, dann ist es doch super, wenn es eine gesellschaftliche Bewegung gibt, die das unterstützt. Zum Beispiel, wenn es dann zu Streiks kommen würde und das große dramatische Bild, was man immer sieht, die Schüler, die am Wegesrand stehen und nicht zur Schule kommen, das sind dann vielleicht die Fridays for Future, die sagen, ja, ist auch okay, dass ich jetzt gerade nicht zur Schule komme, weil ich will, dass mein Busfahrer oder meine Busfahrerin wenigstens gut bezahlt wird und auch irgendwie gute Arbeitsbedingungen hat. Guter Punkt. Und genau, nach der Kampagne hätte ich auch gefragt, man kann sich sozusagen in diesem Jahr noch darauf einstellen, dass es hier auch am besten verbundene Kämpfe der verschiedenen Akteure in dem Bereich gibt, ja? Ja, genau. Also das ist jetzt gerade durch Corona und das ist auch so ein bisschen, also für uns alle war das, glaube ich, eine ganz schöne Schocksituation auch. Es gab jetzt echt so 1,5, 2 Monate, wo wirklich nicht so viel passiert ist. Wo wir auch gedacht haben, was passiert denn jetzt? Das sollte eigentlich alles jetzt quasi schon stattfinden und am 30.06. endet die Friedenspflicht, da sollte es dann irgendwie vielleicht mit Streiks losgehen, man weiß es nicht, das sagt ja Verdi auch nicht einfach so. Und da sind wir natürlich jetzt gerade so, dass wir wissen, das verschiebt sich jetzt alles, so wie es aussieht, wird es wahrscheinlich sich in den September, Oktober verschieben. Und genau, da müssen wir dann schauen, das ist für uns einerseits total positiv, weil wir viel mehr Zeit haben. Das ist natürlich aber jetzt auch eine andere Herausforderung, weil wir das so machen, wie wir jetzt gerade. Also quasi mit Leuten zoomen und wir können nicht in Betrieb gehen, wir können nicht einfach mal kurz an die Tür klopfen und sagen, hey, übrigens, ich bin's, wie wär's? Sondern man muss das schon auch genau intensiv vorbereiten und ja, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Okay. Genau, leitet eigentlich auch gut über so zu dem letzten Aspekt, den ich auch mal aufmachen wollte, auch vielleicht auch mit Blick auf das letzte Jahr. Es gab ja sozusagen wirklich so eine ganz krasse Bewegung auf der Straße, die Forderung nach Klimagerechtigkeit, nach Klimaschutz und so weiter artikuliert hat, auch wahrnehmbar und auch wirklich sehr spürbar, glaube ich, auch auf die Politik zurückgewirkt hat, auch wenn die Ergebnisse mit dem Klimapäckchen vielleicht nicht so befriedigend waren. Aber ich wollte nochmal darauf zurückkommen, wie Corona jetzt auch diesen Aktivismus, diesen Flow vielleicht unterbrochen hat oder welche alternativen Formen des Aktivismus auch für die Bewegung Fridays for Future, Students for Future und so weiter, welche Auswirkungen das hatte oder welche alternativen Formate man jetzt auch gefunden hat und ob vielleicht die Wahrnehmung ist, dass das Thema dadurch durch die mangelnde Präsenz auch ein bisschen wieder aus dem Fokus gefallen ist. Ja, ich glaube, das ist schon total richtig. Also das ist für uns auch alle, genau, nach, wie auch gesagt, diese Schockstarre oder quasi dieser Schock von, was passiert denn jetzt? Gerade für Fridays for Future, unser demokratisches Mittel war immer Streik und zwar auf der Straße und sichtbar und laut. Und das ist jetzt quasi weg. Und das, was wir dann probiert haben, sind ähnlich wie das, glaube ich, auch die Seebrücke gemacht hat, Online-Demos zu machen. Was total cool war und auch ein großer Erfolg für uns war. Da waren sehr, sehr viele Teilnehmer mit dabei. Aber es ist natürlich nicht vergleichbar mit dem Gefühl, was man auch hat an einerseits auch so Solidarität und auch Zusammensein und irgendwie genau auf der Straße sein und laut sein. Wir haben jetzt quasi genau diese Online-Version mal ausgetestet. Dann hatten wir ja quasi, wir waren ja komplett in der Vorbereitung für den nächsten globalen Klimastreik am 24.04. Und das ist ja dann auch komplett so, man wusste gar nicht, was man machen soll. Und unsere Alternativen waren natürlich dann, gut, was machen wir? Wir dürfen mit Leuten nicht da sein, dann machen wir das mit Schildern halt. Quasi jeder, der sein Schild gemacht hat. Und haben Zehntausende Schilder nach Berlin geschickt, die dann quasi vor dem Bundeskanzleramt ja oder vor dem Bundestag aufgelegt wurden, was ein total, also wirklich sehr beeindruckendes Bild gemacht hat. Und in Leipzig zum Beispiel haben wir so kollektives Einkaufen beim Bäcker gemacht, eine sehr lange Schlange und haben quasi uns hintereinander gestellt und mit Abstand natürlich und Mundschutz und allen Vorkehrungen, die es quasi gibt und probiert, genau so wenigstens trotzdem zu zeigen, wir sind da und das Thema wird nicht weggehen. Und ich glaube, das, was jetzt gerade auch irgendwie, also genau, Corona ist jetzt das große Thema, dann gibt es jetzt irgendwie diese ganze Thematik mit den Leuten, die irgendwie nicht an Corona glauben. Und ich glaube, das, was jetzt kommen wird, und man spürt es ja quasi auch, und die WissenschaftlerInnen sagen es ja auch, diese Hitze und der Sommer und die Dürre, das wird kommen.
Und ich glaube, allerspätestens dann sind wir wieder präsent, weil die Leute wieder merken, ah ja, stimmt, da waren ja diese Schülerinnen, die gesagt haben, dass da irgendwie ein Problem ist. Vielleicht sollten wir doch noch mal ein bisschen gucken, was sie so sagen. Genau, ich glaube, das wird auf jeden Fall ja, wiederkommen. Und auch die Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften, das ist was, was wir jetzt gerade probieren, wo wir auch sehen, dass wir auch andere Leute erreichen, was irgendwie für uns auch natürlich spannend ist, ne? Also wir schauen jetzt mal, dass wir außerhalb dieser, ich sag mal so, linksgrünen Bubble kommen und mal tatsächlich mit den Leuten zusammenkommen, die sich sonst nicht als Klimaaktivisten bezeichnen würden, auch nicht irgendwie als überhaupt vielleicht Klima interessiert. Und das wird jetzt quasi die Herausforderung des Sommers sein, um dann auch genau das zu prägen und nicht aus den Gedächtnissen verloren zu gehen. Dabei wünsche ich oder wünschen wir viel Kraft. Also kann man auf jeden Fall das Signal aussenden, dass man im Sommer sozusagen auch spürbar wieder Klimakämpfe wahrnimmt und natürlich auch die Kampagne oder die Streiks im Bereich Verkehrswende. Ne? Vielen Dank, Katharina, für das Gespräch. Ja, danke auch. Und alles Gute. Danke auch. Danke.